sind in einem Turm. Mit den Fangen. Auf diese Seite? Okay, aber ich möchte... Ach, da... Das ist sicher mit dem linken Flügel irgendwas. Hoffe ich. Sonst kann man ja mal versuchen... Nee, geht durch. Okay, wie sieht's hier drüben aus? Bringt das irgendwas? Was soll ich denn da bitte treffen? Ich schätze mal die Druckplatten. Hör ich denn so runter? Zwei. Drei. Ich schätze, ich sollte ja eigentlich die Druckplatten treffen. Das liegt doch auf einer Druckplatte. Oder muss ich die richtige erwischen? Oh. Oh. Me gusta. Danke. So, heißt es, der Zweier ist jetzt offen. Ich lasse mal sicherheitshalber das Ding hier drauf liegen. Raum 3. Kaktus. Kiste. Diamant. War's das? Raum 2 ist nur für Raum 3 da? Hier ist ja nichts drunter gesteckt, nee. Enderman... Ah! Ah! 4. Hahaha. Guest Skelett Blaze 4. Bedeutet, wir hatten hier Spinne, Blaze und Ghast. Das heißt, ich nehme jetzt mal... Ich mache sicherheitshalber mal gleich in der Reihenfolge. Spinne. Ghast, Skelett. Blaze. Guest. Ist es jetzt daueraktiv oder? Moment, ich guck mal kurz nach. Ansonsten hätten wir das Rätsel ja praktisch schon gelöst. Und die Schnur. Okay, haben wir auch zurückbekommen. Wir sind auf Level 3 aufgestiegen. Das ist Raum. Okay, nee, das heißt. Die müssen liegen bleiben. Ich möchte aber die Papiere irgendwie behalten, auch wenn sie das Wertloseste unter unseren vielen Objekten darstellen. Aber da wir ja, keine Ahnung, so viel Kohle haben können und wir eigentlich ja nur 3 Sachen wegwerfen müssen. Blaze.
Gast. Okay, wir haben drei Angeln bekommen. Oh, für ein Treffer. Keine Ahnung, vielleicht brauchen wir die ja noch. Könnte sein, hier geht's nach oben. Crafting, wie geht's? Oh, hier geht's nach unten. Ne, da möchte ich erstmal nach oben sehen. Das sieht mir stark nach diesem Bienenstock aus. Autsch. Oha. Muss ich noch ein bisschen früher, also später. Oder, nee, Moment mal, kann ich nicht. Haha! Bitte, danke. Werde fällt mir runter. So. Ja, schöne Aussicht. Wow, da ist aber wirklich noch viel hier. Die Frage ist, was ist jetzt der Map und was ist einfach nur Deko? Wir werden es wahrscheinlich bald erfahren. Lese den sechsten Brief. Haha. Und ein Schalter. So, Moment noch. So, wir haben wieder alle Sachen und wir haben sechs Papiere. Das bedeutet, wir sind dazu befugt, den sechsten Briefen. Du hast alle Rätsel im oberen Stockwerk gelöst. Ja, das war doch nur ein größeres. Okay. Das ist ausgezeichnet. Die Krankheit zerfrisst meine Erinnerungen. Ich weiß nicht mehr, wem ich überhaupt schreibe. Ich erinnere mich nur daran, dass ich jemanden schreibe, der das Gegenmittel finden und fertigstellen soll. Ich hoffe, du bist dieser Fremde. Durch Betätigung dieses Hebels öffnet sich eine geheime Pforte im Wintergarten. Aha! Dadurch gelangst du in das kleine Gartenhaus. Meinem Sohn habe ich immer verboten, dorthin zu gehen, weil ich dort mit giftigen und gefährlichen Pflanzen experimentiert habe. Wegen dem Gegenmittel, du verstehst. Und nun beeil dich und schau nach meinem Sohn. Er liegt wahrscheinlich noch im Krankenhaus. Er hat einen Unfall, weißt du? Mein Verstand sagt mir, dass ich Jeremiah heiße, also unterschreibe ich mit diesem Namen. Jeremiah. Okay. So. Dann hätten wir das mal so weit. Moment, aber eine Kleinigkeit möchte ich noch schnell nachsehen, ob hier sofern alles passt. Okay, ja. Okay, jetzt nicht mehr. Dann passt jetzt wieder. Und wir begeben uns in Richtung sowieso, also Wintergarten. Der war doch hier oben. Ja. Geheime Passage, also das Ding da unten. Ah, das Ding da unten. Ich verstehe. Oh, deshalb habe ich mich schon gewundert, was das damit zu tun hat. Und was das damit zu tun hat, das sieht mir nach Opferschacht aus und hier sind Pistons. Wieso sind hier Pistons? Und aha. Na, wo sind wir denn hier auf einmal? Sieh an, sieh an. Wenn das nicht unser Esszimmer ist. Frage ist, was wollen wir hier?
Hier ist irgendwas mit Pistons. Frage, wie aktiviert man die? Hier kommt man ja nur wieder zurück, also muss man hier irgendwie irgendwas machen. Vielleicht ist hier irgendwo ein Drückknopf oder so. Oder aha, so geht's auch. Okay, über uns war kurz Wasser. Man den Tropfen gesehen und hier. Haben wir einen Diamanten? Ansonsten ist hier gerade nichts. Aha, hier ist kein Licht. Hier ist. Aha, das heißt, wir müssen wahrscheinlich irgendwas mit dem Licht machen. Und diesen Pilz, das soll eine Fliegenfalle sein. Und das ist. Keine Ahnung, eine Feuerblume aus Super Mario. Lese den siebten Brief. Kann ich gleich machen. Ich check nur wieder. Ofen. Ofen. Pfeil. Kisten. Pfeile. Schutzgitter. Okay, ich habe von irgendwo einen Pfeil schießen hören. Hier können wir ja schon mal aufmachen. Okay, jetzt sind wir mal endlich im Garten draußen. Dann stelle ich mich kurz hier hin. Und hier. Lese den siebten Brief. Sei gegrüßt, Fremder. Die Leute um mich herum sagen mir, dass ich innerhalb von 2 Tagen vergessen habe, dass ich einen Sohn habe. Was ich allerdings noch weiß, ist, dass ich dir Briefe hinterlasse. Hier im Gartenhaus habe ich mit Pflanzen experimentiert. Gegenmittel. Wegen eines Gegenmittels muss das gewesen sein. Es ist an der Zeit, dir zu verraten, wie du in mein Labor gelangst. Du musst erst in die Mühle vordringen, also die sehen wir dann doch noch. Den Schalter an der Wand auf dem Sockel habe ich immer benutzt, um mich nachts noch immer ins Anwesen zu schleichen, während meine Frau noch geschlafen hat. Ich wollte sie nicht stören. Erstaunlich ist, dass ich mich an Sachen erinnere, die viel weiter in der Vergangenheit liegen, aber vieles scheinbar vergessen habe, was erst vor wenigen Tagen passiert ist. Ich hoffe, du verstehst meine Zerstreutheit, Fremder. Wie dem auch sei, ich habe hier im Gartenhaus Pfeile für dich hinterlegt. Du gelangst nun mit besagtem Hebel in die Eingangshalle. Oh, cool. Okay, nee, ich mache jetzt mal weiter. So, jetzt geht's wieder. Pfeile, was wollen wir mit den Pfeilen? Aha. Schön, schön. Muss ich ehrlich zugeben. Der Ersteller hat sich ganz schöne Mühe gegeben. Ein paar sehr schöne Monumente hinterlassen. Was haben wir denn hier? Die Fischerin 1985, das schreibe ich mir mal auf. Kann man sicher irgendwann brauchen können. Oh, das sieht aber wirklich gut aus.
So, was haben wir denn hier? Licht. Tür. Ah, jetzt haben wir einen Gartenzugang. Ich werde jetzt irgendwie dazu verleitet, hier auf das Ding zu klettern, aber das scheint mir nicht ganz möglich zu sein. Also weiter. Schöne Anlage im Grünen und was sehe ich da? Ein Stock der Bienen. Und hier ein Holzblock, der wahrscheinlich eigentlich noch überall bedeckt sein sollte, das aber komischerweise nicht ist. Aber egal. Das tut jetzt hier nichts zur Sache. Hier ist die Eingangshalle. Ein schönes Gemälde. Noch eine tickende Uhr. Ich denke, ich lasse diesmal die Uhr an, einfach nur, weil sie wahrscheinlich für irgendwas gut sein wird. Zentraltrakt, Bad. Ah. Okay. Einfach mal öffnen, was geht, bevor wir weitergehen. Kiste. Aha. Hier geht's nach oben, aber Kiste. Andere Kiste ist leer. Ha